Freunde, willkommen heute zum Zweier-Test. Und zwar haben wir hier schöne Argento-Batterien. Na, was heißt schön? Ich kenne sie noch nicht, deswegen testen wir sie, ja. Wir haben hier zweimal die baugleichen Batterien. Baugleich heißt gleiches Kaliber, gleiche NEM, gleiche Schussanzahl. Wir haben jeweils 10 Schuss. Wir haben Kaliber 20 mm, 84,2 Gramm Explosivmasse oder NEM, je nachdem. Jeweils 15 Sekunden Brenndauer und jeweils 25 Meter Effekthöhe. Die Batterien kosten 6,95 jeweils. Das ist einmal die Acido oder je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und die Seta. Jede Batterie ist natürlich vom Hersteller Funke Fireworks oder Funke Feuerwerk, je nachdem. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Oh, gut. Gute Frage, nächste Frage. Achso, und sie sind natürlich beide in F2 zugelassen. Und dann würde ich mal sagen, lassen wir die beiden mal gegeneinander antreten und schauen mal, welche besser ist. Achso, was ich noch sagen wollte ist, jede Batterie hat auch eine Ersatzzündschnur, ja, was ich persönlich immer sehr gut finde. Oben ist die Hauptzündschnur und hier ist die Ersatzzündschnur, falls mal was sein sollte. Also Freunde, bis gleich draußen zum Vergleich der Seta und der Acido oder wie man das ausspricht. So Freunde, wir kommen jetzt zum Test dieser zwei unterschiedlichen Argento-Batterien. Wir haben einmal die Seta und einmal die Acido. Wir zünden zuerst die Seta, wie versprochen. Na komm mal. Ja. Ja, die war schon mal ganz gut. Da kommt ein Auto. Wir machen mal ganz kurz Pause. So, das denke ich mal ein normales Auto gewesen. Machen wir gleich mal weiter mit der anderen 10 Schuss Batterie von Argento. Los geht's. Oh nein! Steh scharf. Ja, schade, der Anfang war unscharf, aber das Gold war echt schön. Also man hat echt lange was von mir. So Freunde, schreibt ruhig mal in die Kommentare, welche Batterie eure Favoritin war oder Favorit von der Seta oder Acido. Also, bis zum nächsten Video.